Also es sind ja Bewegungen, die von links unten eigentlich kommen, die ihr die eingeladen werden zu diesen Treffen. Und was sind denn die unmittelbaren Auswirkungen jetzt nach diesem faschistischen Sieg? Naja, also man muss ja sagen, Bolsonaro hat zwar vor drei Wochen die Wahl gewonnen, aber das Amt antreten wird er erst im Januar. Ne? Das geht ja immer ein bisschen, bis die neue Regierung dann auch wirklich ihr Amt antritt. Und ähnlich ist es bei den Abgeordneten, die jetzt gewählt wurden. Also war nicht nur Bolsonaro, der irgendwie als neuer und so ein bisschen als Schockkandidat gewählt wurde, sondern auch im Senat und im Abgeordnetenhaus war es eine so große Erneuerung wie noch nie in der Geschichte der Demokratie Brasiliens. Also ganz viele Abgeordnete haben es nicht geschafft, sich wiedergewählen zu lassen. Und die werden auch alle erst im neuen Jahr antreten, ihr Amt. Jetzt versucht gerade das alte Parlament, das größtenteils eben ausgetauscht wird, noch ein paar Gesetzesvorhaben durchzudrücken, die der Thema Putschpräsident schon vorangebracht hat. Das ist zum Beispiel, gibt es ein Antiterrorgesetz, das im Rahmen von Olympia und WM verabschiedet wurde. Dort wurde damals eine Klausel reingevetot sozusagen von Dilma, die gesagt hat, okay, wir müssen ganz klar ausschließen, dass soziale Bewegungen als Terrororganisationen irgendwie behandelt werden, wenn die Straßen blockieren und so. Und diesen Paragraphen, der das eben ausschließt, den wollen die gerade rausholen aus dem Gesetz. Also es besteht halt die Gefahr, dass soziale Bewegungen als Terrororganisation eingestuft werden und dann halt gleich richtig in Repression überzogen worden werden. Der Sohn von Jair Bolsonaro, der auch im Parlament saß schon und jetzt auch, man weiß noch nicht genau, wie das Kabinett aussieht und was für eine Funktion der haben wird, aber der hat auch schon angekündigt, naja, wir sperren die, also entweder sie verlassen das Land oder wir sperren alle ein, was soll jetzt 100.000 Leute einsperren, die müssen halt weg, wir wollen mit denen, die dürfen hier nicht mehr weiter agieren. Und dementsprechend sind auch Befürchtungen da, dass zum Beispiel die Unterstützung von den Partnerinnen irgendwie schwieriger wird, die finanzielle, dass es irgendwie heißt, nö, hier Geldwäschegesetze und so, hier dürft ihr kein Geld mehr aus dem Ausland annehmen oder sowas. Oder entweder es wird total gesperrt oder es wird auf jeden Fall das Leben schwer gemacht, dann gibt es erstmal eine Untersuchung, dann wird es erstmal eingefroren und so weiter. Und die Finanzierung der sozialen Bewegungen ist eine sehr prekäre, also war schon immer prekär. Die PT-Regierung hat versucht, das in ihrer Amtszeit ein bisschen zu verbessern, haben da einige Programme aufgelegt, haben auch Menschen aus den sozialen Bewegungen ein bisschen in Strukturen aufgenommen und dort auch Programme aufgelegt, wie zum Beispiel dieses Programm, dass Kleinbauerinnen die Schulkantinen bestücken und so weiter. Da ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter. Oder wie hier bei Pulsane, der Premio für alternative Kommunikation von Gilberto Gil aus dem Kulturministerium. Da ist ein bisschen Geld geflossen, da wurde es ein bisschen besser. Dann Thema hat die meisten Sachen eh schon abgesägt. Da sind halt auch viele Institutionen oder Regierungsorgane geschlossen worden unter Thema schon. Das heißt, Leute, die früher in den sozialen Bewegungen waren, dann irgendwie in staatlichen Institutionen einen Platz gefunden haben, sind dort wieder rausgedrängt worden, kamen zurück in die sozialen Bewegungen, da war eh kein Geld da und jetzt wird es mit diesem potenziellen Gefahr dieses Geldwäschegesetzes nochmal verschlimmert sozusagen. Also die haben kein Geld, haben Angst vor staatlicher Repression und dann hast du noch ein gesellschaftliches Klima, wo Unterstützerinnen von Bolsonaro mehrfach, ja, nicht nur Petistas, Leute, die mit dem roten T-Shirt auf der Straße rumlaufen, angegriffen haben. Es gab schon Morde während den Wahlen, wurden Menschen umgebracht wegen politischen Ansichten. Und Jair Bolsonaro, noch nicht mal an der Macht, gewählter Präsident, sagt dazu dann halt nur, naja, ich hab die ja nicht befähigt, also ich hab die ja nicht unter Kontrolle, kann ich ja nichts dafür, so mehr oder weniger, was soll ich denn tun? Aber natürlich ist der Diskurs, den er fährt, legitimiert natürlich diese Angriffe auf politisch Andersdenkende. Das klingt alles irgendwie wenig erbaulich. Wenn ich die Panels sehe, dann denke ich mir, gibt es vielleicht auch was Positives? Naja, es gab eine große Erneuerung in den Parlamenten, sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer. Und da sind jetzt nicht nur Faschisten gewählt worden. Also es ist so, dass sehr viele unbekannte Gesichter auch gewählt wurden, nur weil sie auf dem Bolsonaro-Ticket mitgeritten sind. Also sie gesagt haben, wir unterstützen Bolsonaro, wir sind Teil dieses Wandels, was immer der aussehen will, wenn er von jemandem angeführt wird, der seit 28 Jahren im Parlament sitzt und bisher praktisch nichts gearbeitet hat. Ein Wandel zur Faulheit oder wie? Also keine Ahnung, also wie der den Wandel darstellen kann, ist immer ein ganz anderes Thema, das nicht geklärt werden konnte auf der Konferenz. Auf jeden Fall sind da einige, auch von dieser PSL,
von dieser von Bolsonaro übernommenen Partei ins Parlament gerückt. Aber es sind eben auch viele von der PSOL zum Beispiel eingezogen. Also PSOL ist sozusagen die Linksabspaltung der PT und die hatten vorher 2 Sitze in der Abgeordnetenkammer, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und sind jetzt bei 10. Also da sind schon auch einige junge Schwarze zum Beispiel aus Rio de Janeiro auch eingezogen ins Parlament, die explizit mit der Unterstützung Marielle Franco, das war Mord, wer war das, wer steckt dahinter, diese Aufklärungsdebatte eingezogen sind. Es gibt eine, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, eine Transgender-Frau aus Sao Paulo, die ins Parlament eingezogen ist. Also bei den ganzen Rechten und Evangelikalen, die dort sitzen, hat man jetzt auch eine Bankada, also eine kleine Bankada von Progressiven, die dort auch dabei ist und die natürlich auch ein Stück weit Ressourcen haben werden durch diese Parlamentsarbeit, um dort den Gesetzgebungsprozess zumindest kritisch zu begleiten. Sie haben jetzt, also die PT ist die größte Fraktion immer noch im Parlament. Die haben, glaube ich, 54 Sitze, die PSL von Bolsonaro 52. Und dann hast du einen Haufen Parteien, die 10 oder weniger haben. Also PSOL gehört schon auch zu den sozusagen großen Fraktionen, aber halt insgesamt, weil da sitzen halt 20, 30 Parteien oder sowas, ist es schwierig, da überhaupt eine Regierungsmehrheit zu bilden oder sowas. Das geht dann immer über Parteigrenzen hinaus. Aber von dem her, also es gibt auch bei diesen ganzen erschreckenden Wahlergebnissen auch sehr progressive Leute, die ins Parlament gekommen sind. Ansonsten positive Ausblicke sind gerade noch etwas schwierig. Also es ist wirklich eher gerade die Frage, mit welchem Szenario wir uns beschäftigen müssen in Zukunft. Also da gibt es halt viele Befürchtungen. Es gibt auch sehr viele konkrete Drohungen. Es gibt auch konkrete politische Maßnahmen, die jetzt schon als Reaktion auf die Wahl Bolsonaro stattgefunden haben. Zum Beispiel hat das kubanische Gesundheitsministerium die Zusammenarbeit im Programa Mais Magicus beendet. Das lief damals so, dass kubanische Ärzte nach Brasilien gegangen sind oder geschickt wurden vom Gesundheitsministerium. Und das waren so 8.500, 9.000 Ärzte oder sowas, die ständig da waren. Und über die 5 Jahre, die das Programm lief, sind irgendwie 20.000 Ärzte in Brasilien gewesen. Und die sind vor allem in indigenen und ländlichen Gemeinden eingesetzt worden. Also in Orten, wo brasilianische Ärzte keinen Fuß reinsetzen, weil es nicht ökonomisch interessant ist, nicht interessant ist, als einen Lebensort zu haben. Also die wollen natürlich, ist ähnlich wie in Deutschland ja auch, ne? Also die ländliche Versorgung mit Medizin ist relativ schlecht und in Brasilien noch eine Liga schlechter, wenn man so will. Und da waren die kubanischen Ärzte schon ein Schutzpfeiler, sagen wir so. Also in 700 Gemeinden, wo es noch in der Geschichte noch nie eine ärztliche Versorgung gab, konnte durch dieses Programm Mais Medicus zum ersten Mal irgendwie medizinische Versorgung angeboten werden. Und die haben sie jetzt zurückgezogen, weil Bolsonaro halt die ganze Zeit sagt hier, wir schicken die alle zurück nach Kuba und diese sogenannten Medizinertitel, die da in Kuba erworben haben, die sind ja nichts wert und hier geht es um Gleichberechtigung, die müssen erstmal irgendwie anerkannt werden in Brasilien und die können ja nicht mehr arbeiten, die dürfen ja nicht mehr arbeiten und dann aufgrund dieser Provokationen und Ankündigungen hat Kuba halt einfach gesagt, also wir wollen unsere Ärzte hier nicht diesen Anfeindungen aussetzen lassen und wenn er eh schon ankündigt, dass er die Zusammenarbeit beenden will, dann machen wir das jetzt lieber selbstbestimmt und ziehen unsere Menschen dort zurück, weil wir sie auch nicht mehr sicher fühlen. Aber ihr habt ja vielleicht nicht nur über Bolsonaro geredet. Dieses Panel Favela-Journalismus würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Also Radio, Favela Radio war kaum ein Thema. Da kennen wir ja das Problem schon mit den Genehmigungen, dass sie überhaupt keine Senderechte kriegen und so weiter, sondern das Thema war ganz klar digitale Kommunikation. Also Brasilien ist einfach das WhatsApp-Land, wenn man so will. Und das Kollektivo Papo Reto verbreitet auch die meisten Informationen über WhatsApp-Gruppen. Also wenn dann Schießereien oder es gibt Videos oder sowas, also sie haben Weiterbildung gemacht in Videodokumentation von Polizeiangriffen. Was muss ich wie filmen, damit es nachher vor Gericht auch irgendwie verwendbar ist und so weiter. Oder es gibt wieder gerade Schießereien und so. So funktioniert das heute. Die Taxifahrer sind alle in bestimmten WhatsApp-Gruppen und wissen dann, okay, es gibt gerade da und da eine Schießerei. Wenn jemand einsteigt und dahin fahren will, dann sage ich ihm, ist nicht so clever, dahin zu fahren. Ich fahre dich irgendwie in die Nähe und dann guckst du erst den Rest noch läufst und hörst dir erstmal um, wie es aussieht. Solche Kommunikation war da eher jetzt im Zentrum. Also mit Smartphone Sachen filmen, dokumentieren, nachher auch aufarbeiten, sich schon auch überlegen, was für eine Sprache wollen oder was für eine Message wollen wir darüber bringen. Es ging viel darum, mit welcher Sprache sprechen wir denn auch? Also sind wir weiter in einem linksprogressiven, halbakademischen Umfeld, wo wir die ganze Zeit über den drohenden Faschismus in Brasilien, also über die Bedrohung des Faschismus sprechen. Und dann bist du halt in Favela und sagst, Leute, der Bolsonaro ist voll der Faschist. Und dann denken sie, das Konzept des Italieners
italienischen historischen Faschismus und die Auswirkungen dann in Deutschland ist den Favela-Bewohnern nicht so vertraut. Also man muss halt schon irgendwie mit denen sprechen, was ihren Alltag auch irgendwie betrifft. Du musst ihnen sagen, was bedeutet das für dich? Sonst hast du halt keine gemeinsame Sprache und kommst halt zu nichts sozusagen. Und das war schon auch eine Analyse, dass die Rechten es in diesem Wahlkampf auf jeden Fall viel besser geschafft haben, diese WhatsApp-Medien und diese Kanäle zu bespielen. Natürlich mit sehr plumpen Botschaften, aber die angekommen sind, muss man leider sagen. Also ich meine, so falsch die Inhalte auch sind von einem progressiven Standpunkt aus, sie sind viel verbreitet worden und gut angekommen. Natürlich steckt auch Geld dahinter, das sind auch Kommunikationsstrukturen, die das irgendwie befürworten, aber ich meine, im Prinzip kann man auch fragen, also das war meine Frage im Auftragsplenum an die Lana von Collettivo Vaporetto. Ja, eigentlich kämpfen wir ja auch als Radio Dreiklang dafür, vielen Menschen eine Stimme zu geben. Und wenn man so will, ist WhatsApp eine nicht zensierbare, nicht überprüfbare Kommunikation von vielen zu vielen. Also jeder kann schicken. Also eigentlich ziemlich geil, nur das Ergebnis ist gerade ziemlich scheiße. Also so ein bisschen ist der Traum von der Basiskommunikation zum Albtraum geworden, war so ein bisschen eine der Fragen. Und ich glaube, da muss man halt viel darüber noch debattieren und nachdenken, was da genau passiert ist und wie man, weil das wird nicht weggehen, also ne, Instant-Messenger-Dienste und Smartphone-Kommunikation ist Teil der Realität, das ist kein Hype, der jetzt dann irgendwie bald wieder abflacht, wir müssen uns, glaube ich, überlegen, wie wir damit umgehen und das wird auch für Deutschland relevant sein. Wie habt ihr denn die Rolle der Mainstream-Medien, also die Globo-Gruppe ist das ja, soweit ich weiß, immer noch in Brasilien, in Bezug auf die Wahlen gewertet? Also das Absurde ist ja, dass Bolsonaro sich schon auch vor dem ersten Wahlgang, also im Prinzip seit seiner Facada, der wurde ja mit dem Messer angestupst, also es gab einen Angriff von ihm auf ein Messer, mit einem Messer und seitdem ist er in keiner Fernsehdebatte mehr aufgetreten, vorher eigentlich auch kaum, aber auch während dem ersten, zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlkampf ist er in keiner Fernsehdebatte aufgetreten. Es ist in Brasilien so, dass die Medien den Kandidaten Fernsehzeit einräumen müssen, je nachdem zu welcher Koalition von Parteien sie gehört, also welche Koalition von Parteien die aufstellen, je nachdem wie die Wahlergebnisse von denen in der Vergangenheit waren, umso besser die Wahlergebnisse, umso mehr Zeit kriegen sie. Und so war es zum Beispiel so, dass Alckmin, der Kandidat der traditionellen Großparteien sozusagen, der hatte eigentlich 6 Minuten Zeit im Fernsehen seine Sachen auszurollen, Bolsonaro hatte 8 Sekunden. Und Alckmin ist völlig abgeschifft, was hatte der nachher? 4%, 6% oder sowas. Und Bolsonaro hatte halt fast im ersten Wahlgang schon gewonnen mit 46%. Die ersten Hochrechnungen sind von 48 ausgegangen. Also man muss schon sagen, natürlich spielen die nicht keine Rolle, aber weil auch es gibt natürlich auch Menschen, auch der älteren Generation, die nicht so auf dieses WhatsApp fixiert sind. Aber man muss sagen, dieser Wahlkampf wurde über die sozialen Medien geführt und gewonnen.